Hallo, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier im kleinen Studio der Lit Lounge, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mein Name ist Caro Matzke und ich habe heute die große Freude, einen journalistischen Kollegen zu Gast zu haben, nämlich den Jürgen. Jürgen, Hi, grüß dich, Jürgen. danke, dass Das ich hier ist sein so darf. lustig, weil ich habe dein Buch gelesen und du lagst jetzt die ganze Zeit neben meinem Bett. Kannst du damit umgehen? Ja, ich glaube, meine Frau freut sich, Ja. dass ich gerade nicht bei ihr bin und dass zumindest, dass ich bei jemand Na, du anderem warst gut zumindest aufgehoben neben meinem sehr Bett. Es war gut. alles total in Ordnung. Und du hast deine Geschichte aufgeschrieben, die eigentlich schon fast vorbei hätte sein können. Ja, Wie alt bist du jetzt? ich bin jetzt 44. Du bist Alt. jetzt ja so alt wie ich. Wir sind selber Jahrgang 79, gell? 79, 44 und dein Leben war ganz knapp beinahe vorbei. ja. Und man kann sagen, dass du selber dafür verantwortlich bist. Ja. Deswegen wäre jetzt, ich fange jetzt einfach mal mit der, wie nach der Heldenreise-Theorie, ich fange jetzt einfach mit der tiefsten Höhle an. Okay, Ja? gerne. Jürgen, wie fühlt sich ein diabetischer Schock an? Es ist gut, dass man den verschläft. Also ich bin aufgewacht und habe nichts gesehen. Hab gemerkt, ich bin von oben bis unten vollgekotzt. Also die erste Reaktion war, okay, ich bin tot und der Himmel ist es nicht. Weil es war so erbärmlich und so ein ganz schlimmer Zustand. Und weil du so viel Wasser verlierst, also du schwitzt während dieses Komas wie so ein Schwein, bist du dehydriert und damit ging es los, als hättest du so einen elektrischen Schock. Das heißt, du riechst übel, du siehst nichts und du krampfst. Und du sagst so, okay, what the fuck ist Ja. hier los? Und bevor du es merkst, was passiert ist, kommt dann so ein Survival-Instinkt. Also du robbst dich so ins Bad und wie so im Film drehst du die Dusche auf und legst dich erstmal drunter und sagst, ich muss irgendwas trinken. Und bevor du merkst, was da überhaupt passiert, kam dann meine Frau und mein Sohn und sahen mich an und sagten genau, was ich sagte, was ist denn hier los? Und dann sagst du, okay, schauen wir mal. Also offensichtlich lebe ich noch. Weißt du, das war die gute Nachricht. Ja, du kannst jetzt da so locker drüber sprechen, weil du die Kurve gekriegt hast. Und tatsächlich war dieser diabetische Schock, darum habe ich auch damit angefangen, ja für dich, der Arschtritt ins Glück. Nach diesem Arschtritt ist ja sein Buch auch benannt. Das war der eine Moment, so die Unterzeile, der dein Leben für immer verändert hat. Und wir haben auch schon Fragen von Menschen, die dein Wow. Buch gelesen haben. Zum Krass. Beispiel fragt der Wolfgang, brauchte es diesen schlimmen Moment für die Veränderung oder wäre es auch ohne gegangen? Ich glaube, es wäre ohne gegangen, aber ich brauchte den. Also es war tatsächlich so, auf Englisch sagt man, it didn't happen to me, it happened for me. Ist ein bisschen schwer zu übersetzen, aber ich würde sagen, der schlimmste Moment meines Lebens, wo du sagst, ich hätte sterben sollen, war letztlich genau der Weckruf, der dazu führte, dass es mir jetzt so gut geht wie nie zuvor. Also ich glaube, manche Menschen brauchen so einen kleinen Arschtritt. Weckruf, so einen Arschtritt. Das nennt sich Reaching Bitter Paradox. Und zwar, du kündigst den Job nicht, wenn du kündigen müsstest, sondern erst, wenn es eigentlich zu spät ist. Du machst mit deinem Partner nicht Schluss, wenn es nicht mehr läuft, sondern erst, wenn du ihn in Flagrante erwischt oder so. Also es braucht oft so diesen Moment, der dir bestätigt, okay, stimmt wirklich was nicht. Und dann schaust du dein Leben an und bei mir war es die Gesundheit und dann sagst du, okay, ich muss ganz, 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 ganz dringend bei mir was ändern, obwohl es die Zeichen auch schon vorher gegeben hätte. Wollte ich gerade sagen, also bei euch ist ja, lebst ja in Hermosa Beach, also in Los Angeles da im weitesten Sinn. Das heißt ja, it runs in the family. Also Diabetes ist ja bei euch in der Familie. Dein Papa ist, kann man sagen, ist es so wie bei Covid an oder mit gestorben? Genau. Was würdest du sagen? Der ist an Diabetes gestorben. Ist an Also der Diabetes. wurde ungefähr in meinem Alter diagnostiziert, hat sich nicht daran gehalten, lebte so 10, 15 Jahre vor sich hin und dann kamen Schlaganfälle, Herzinfarkte, Ja. drei Schlaganfälle, vier Herzinfarkte. Und die letzten 15 Jahre seines Lebens war der eine Kartoffel. Also wie man so richtig sagt, er saß auf der Couch, der konnte nicht mehr viel machen. Und das war für mich als Sohn schrecklich, wenn du merkst, dein Papa hat an deinem Leben eigentlich kein Teil mehr. Und er ist dann 2018 gestorben. Und so schlimm das klingt, das ist das Schlimmste, was du über deinen Vater sagen kannst, es war eine Erlösung. Für ihn und für uns. Weil du sagst, okay,
Aus dieser Erfahrung habe ich gesagt, das wird mir nicht passieren. Also ich will gerne ein erfülltes und glückliches Leben führen, solange es dauern mag. Also genau, und das ist ja das Interessante. Ja. Du hast ja deinen Vater gesehen, du hast ja gewusst, ja, er hat einen Diabetes 2, nehme ich an, ja, oder? Ja, ja. Also die Art von Zuckerkrankheit, die genau, du bekommst, wenn du... Wenn du dich nicht zusammenreißt. Wenn du dich nicht, wenn du einen schlimmen, ja, Lebenswandel hast. Schlimm heißt viel zu viel Essen, ja, zu wenig Sport, ja, zu Alkohol. Viel trinken, viel zu viel Alkohol, ja. Ja, viel zu viel Stress. Stress ist auch so ein, ja, weil du Stress bedingt, dass du dann Süßigkeiten isst oder dass du unbewusst trinkst oder das berühmte Feierabendbierchen trinkst du, weil du so gestresst bist und, mhm, dich irgendwie benebeln möchtest. Ja. Also dieser ungesunde Lebenswandel führt zu Diabetes 2. Ja, also wenn man sich betäubt mit Essen, mhm, mit Getränken, dann wird es dazu führen, und das hört man ja immer, dass, genau, es dazu führt, auch dass Menschen, die betroffen sind von Fettsucht, von Adipositas, ja, denen wird es auch, die werden davor gewarnt. Aber jetzt hast du gesagt, mein Vater ist daran gestorben, ja, viel zu früh, und ich habe gesehen, wie er gelitten hat. Ja. Und trotzdem bist du denselben Weg gegangen, obwohl du es anders machen wolltest. Also du musst doch vorher, das fragt auch die Manuela, du musst ja vorher doch irgendwie gemerkt haben, dass du zuckerkrank bist, ja, oder nicht? Also so ein Schock, so ein Diabetischer, der kommt ja nicht aus dem Nichts. Ja, natürlich. Also es ist ja nicht, es kommt nicht von heute auf morgen. Ich habe ja innerhalb von 10 Jahren Gewicht zugenommen. Und dann ging es wieder runter, also der typische Jojo-Effekt. Ja. Man macht dann so Neujahrsvorsätze, man probiert Diäten, man geht ins Fitnessstudio. Nichts hilft nachhaltig. Also das war so der erste Moment, wo ich eigentlich hätte sagen müssen, was wirkt denn? Warum bist du denn so? Und dann kam Covid. Und dann hatte ich natürlich so als sturer Mann, ja, ich bin der Allertollste, ich bin der Größte, sagte ich, naja, alle nehmen doch 10 Kilo zu. Und meine Frau so, jetzt schau dich mal an. Also schau dich mal in den Spiegel. Dann habe ich gesagt, ah, Bodyshaming. Also ich habe dann sogar meine Frau, war ich aggressiv ihr gegenüber, weil sie mir helfen wollte. Also ich so, boah, jetzt machst du hier Bodyshaming. Und sie so, du bist doch depressiv. Und ich so, jetzt kommst du mit Depression auch noch. Während Covid sind alle depressiv. Also es war tatsächlich so eine Mischung aus nicht wahrhaben wollen, mhm, und so einem richtigen männlichen Stolz, nein, ich schaffe es schon. Wir haben Fotos, die ich winke mal in die Regie, das, wenn ihr uns die Fotos von Jürgen zuschalten könntet. Guck mal, oh ja, es ist kaum zu glauben, das ist der Weg, den du dann gegangen bist. Ja. Kannst du uns ein bisschen was erzählen? Fangen wir mal ganz links an. Das Witzige ist, ganz links war 2015. Mhm. Also damit ist klar, das ist nicht von heute auf morgen passiert. Sondern, wie viel hast du da jetzt mehr gewogen dort? Das war das Höchstgewicht von 124 Kilo, mhm, links. Das in der Mitte ist in der Nacht vor dem diabetischen Schock. Also ich bin jetzt nicht so dick wie links, ja, weil du, und das sagte mir die Ärztin, in den Tagen, bevor dieser Schock passiert, 10 bis 15 Kilo verlierst. Was? Ja. Ganz viele Leute, die diabetisch sind, das Erste, was passiert, du verlierst Gewicht, und das ist aber ein Zeichen, dass du am Sterben bist. Weil dann hört dein Körper auf, weil der sich so viel Energie irgendwo herziehen muss, ja, dass er quasi die Fettreserven angreift. Und damit ist Leberschaden. All diese Innereien passieren genau in diesem Moment. Und deshalb verlierst du kurz vor diesem Schock enorm an Gewicht. Also das fast heißt, weil auch der, pardon, weil die Petra hier gerade fragt, ja, wie viel hast du da gewogen, hat das was mit Übergewicht zu tun? Du warst im, ja, Spitzengewicht von 124 und hast dann aber erstmal aufgrund der Zuckererkrankung, ja, Gewicht verloren. Genau. Ich habe in der Nacht vor dem diabetischen Koma, ich habe mich nicht gewogen, sondern eine Woche vorher war ich bei 115. Mhm. Also 8 weniger als zu Höchstzeiten, aber immer noch viel zu viel. Ja. Und auf dem Foto rechts, das ist dann genau 9 Monate später, habe ich 88 gewogen, so wenig wie seit meinem 20. Geburtstag nicht mehr. Also da hast du schon ganz schön dann Federn gelassen. Fit. Ja, relativ fit. Aber wie hast du das gemerkt, dass du Diabetes bekommen hast? Hast du es überhaupt wahrhaben wollen oder gar nicht gemerkt? Nein. Oder wegignoriert? Wegignoriert. Meine Frau sagte immer, geh doch zum Arzt. Und es war Covid wieder. Ich habe gesagt, also bloß weil ich jetzt ein bisschen depressiv bin und weil mir die Knie wehtun, gehe ich doch nicht zum Arzt. Und die Botschaft an alle, die zuschauen, wenn ihr irgendwas spürt, geht lieber einmal mehr zum Arzt als einmal zu wenig. Und lasst euch helfen, was der Arzt euch sagt. Wie viele Männer, ich rede immer von Männern, weil es ist so ein männlicher Stolz,
sagt der Arzt, ja, dass Ihnen die Knie wehtun, liegt am, dass Sie 20 Kilo zu viel haben. Ihr Cholesterin ist zu hoch, Sie müssten was gegen Vitamin D-Mangel machen. Mhm. Aber eigentlich ist alles okay. Ja. Die Botschaft, die ich mit nach Hause nahm, war, eigentlich ist alles okay. Ja, ich müsste 10 Kilo abnehmen, ja, ist ja okay, aber so ein Wohlstandsbauch ist ja nicht schlimm. Im Alter tun doch jedem die Knie weh. Mhm. Also man redet sich diese Diagnose schön. Und meine Botschaft wäre, wenn euch der Arzt sagt, nimm 10 Kilo ab, ja, dann nimm sie verdammt nochmal ab. Also das ist ein Hinweis, der sagt sie nicht, ja, weil er dir wehtun will. Ja, ja, klar. Nun ist es ja auch, aber tatsächlich weiß ich ja, ich habe mich viel journalistisch auch mit dem Thema Adipositas, Magersucht, Essstörungen, auch als Folge, auch weil ich selber magersüchtig war als Teenager, habe ich mich viel damit beschäftigt. Und ich weiß, dass ja der Stoffwechsel und der Körper das Fett verteidigen. Ja. Und das ist ja das, was man oft adipösen Menschen, du warst ja jetzt, weiß nicht, ich glaube, du weißt noch nicht, ob du vom BMI her per Definition im adipös warst, du warst auf jeden Fall mehrgewichtig. Ja, ja, also richtig fett. Also das ist die höchste Stufe, die es gibt. Aber man sagt ja diesen Menschen oder unterstellt ihnen sofort immer, sie seien ohne Disziplin und so weiter. Aber es ist ja wirklich, du hast den Jojo-Effekt beschrieben, der Körper verteidigt das Fett. Ja. Es ist eine Krankheit. Ja. Also du musst dir klammern und deswegen, sicher, es geht nicht ums Dünnsein. Es geht ums Gesundsein und du kommst ja von der anderen Richtung, wie du sagst. Du wirst magersüchtig und es heißt ja auch magersüchtig. Ja. Da ist eine Sucht. Es ist eine Sucht. Und eine Sucht ist eine Krankheit. Und eine Krankheit musst du behandeln. Bei mir war es die Sucht nach Süßigkeiten. Ich war richtig süchtig nach Süßen und die Sucht nach Anerkennung, komischerweise. Also ich bin so richtig süchtig, dass Leute mir sagen, wie toll ich bin. Das musst du aber erst mal verarbeiten. Das muss dir erstmal bewusst werden. Du musst erstmal zugeben, wenn du süchtig nach Alkohol bist, kann es sein, dass deine Freunde irgendwann mal sagen, pass mal auf, die Flasche Wein lassen wir jetzt weg. Wer sagt dir, wenn du ein fünftes Stück Torte isst, na, du isst aber ganz schön für Süßigkeiten. Naja, bei dir war es ja ganz interessant und das finde ich eben auch sehr ehrlich, was das Verrückte ist. Und die Julia fragt eben, warum hast du so Gewicht zugelegt? Du lebst doch im gesunden Kalifornien, wo auch so ein Beauty-Wahnsinn herrscht. Ja, aber nicht mehr nur dort, sondern auch bei uns. Ja. Aber du hast ja, das ist ja bei Suchterkrankungen so, du hast ja dann am Abend gegessen. Genau. Also das heißt, du hast einen totalen kalifornischen Healthy Lifestyle gehabt. Sechsmal Sport die Woche. Ja. Wirklich, sechsmal Sport die Woche. Also daran hat es ja nicht gemangelt. Du warst ja auch früher Leistungssportler. Ja. Du warst ein begnadeter Fußballer noch. Ja? Back in the days in Tirschenreuth. Also du hast Sport gemacht und hattest eine Grundsportlichkeit, aber du hast dann abends angefangen, nach ganz 20 genau. Uhr zu fressen. Ja. Und das kann man ja als solches bezeichnen. Ja, nichts anderes. Also vielleicht damit alle, die das Buch noch nicht gelesen haben, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, du hast auch ein paar Rezepte, was so deine Favorites waren, beschrieben. Genau. Und ich dachte, es ist pervers. Ist es tatsächlich? Also du hattest doch so ein... Bacon in Nutella getaucht. Ja. Ist Speck mein, in... Also Speck in Nutella, perverser geht's nicht. Gummibärchen in Nutella, oh mein Gott. Und wenn ihr was wirklich Perverses essen wollt, macht eine Lasagne, so eine richtig geile Fleischlasagne und packt die auf eine Pizza. Salami, Schinken, Champignon, macht eine Pizzagne und überbackt das Ganze mit Käse. Das habe ich gegessen. Also und die Ärztin fragt und sie wundern sich. Und weil die Frage war im kalifornischen Sunshine State, wo jeder irgendwie gesund lebt. Ja, ich habe tagsüber so bis 20 Uhr 2500 Kalorien was gegessen. Was normal ist, was du essen ganz normal, solltest. Also das ist so eine ganz normale Diät, habe Sport getrieben. Mhm. Was dann aber kam, weil ich abends das Arbeiten anfing, wenn ich wusste, dass morgen ein stressiger Tag ist oder arrogante Leute mit mir zu tun haben werden, ich kann nicht damit umgehen, wenn ich nicht respektiert werde. Ja. Damit kommt diese Sucht nach Anerkennung. Mhm. Habe ich abends angefangen, Süßigkeiten in mich reinzustopfen, weil ich schon so gestresst war, was am nächsten Tag kommt. Mhm. Vor dem Anruf von Leuten, die mich runterziehen, habe ich eine Tüte Gummibären unbewusst neben das Telefon gelegt. Weil ich wusste, ich bin so gestresst, dass ich Gummibärchen in mich reinfress. Nach dem Telefonat 4 Nutella-Brote. Jetzt sagte die Ärztin, das sind ungefähr 4500 Kalorien und es sind ungefähr 150 Gramm Zucker. Mhm. Und sie wundern sich. Und ich habe mir aber immer eingeredet, naja, aber ich lebe doch eigentlich gesund. Und weil ich so viel Sport mache, darf ich mir abends diese Süßigkeiten gönnen. Ja, du hast dich halt selbst beschissen. Es ist... Aber ich finde die Sucht und ich mochte das Buch und mag das Buch gern, weil du so radikal ehrlich mit dir bist.
Und du machst dich ja wirklich nackig auf eine Weise. Also zuzugeben, ich bin süchtig, ist eine Sache, aber auch noch als Mann zu sagen, ich bin süchtig nach diesem Applaus von außen, nach der Anerkennung und ich bin ein emotionaler Esser, das erfordert, also wirklich großer Respekt, ich finde das ganz Danke. wertvoll, weil du anderen damit, glaube ich, hilfst. Ja. Das ist der Grund. Also es So. ist der Grund, warum es das Buch gibt letztlich, weil alle gefragt haben, wie hast du es denn geschafft von 102? Ich würde ja auch gern abnehmen. Und dann habe ich denen immer gesagt, aber ich habe keine Diät gemacht. Bin keinem Fitnessprogramm gefolgt. Und dann haben die gesagt, ja, wie denn? Und dann war für mich klar, wenn ich nicht meine Geschichte komplett ehrlich erzähle, wie es funktioniert, dann kann ich euch auch keinen Tipp geben. Ja, Also na, du nur. bist ja erstmal in die Selbstanalyse Ja. gegangen, ja, und hast erstmal dir eingestehen müssen, ich schaue mir erstmal an, in welchen Situationen ich esse. Nun war das bei dir ja recht klar umrissen, nach 20 Uhr, Genau. wenn der Jürgen dann vorm Rechner sitzt und keinen Genau. Bock hat, ja, dann, also in welchen Situationen hast du dann wirklich analysiert, wann du welches Gummibärchen isst und warum? Komplett. Also es gibt zwei unumstößliche Regeln in dem Buch. Ansonsten gibt es gar nicht so viele Regeln. Führ mal Tagebuch und schreib auf, wann isst du was und die wichtigste Frage, warum. Und wenn bei warum steht, weil ich jetzt eine Praline haben wollte und die hat geschmeckt, mach einen Haken und es passt. Wenn da aber steht, weil ich tierisch gestresst war, okay, mach vielleicht einen roten Kreis. Und dann verbinde diese roten Kreise und sei ehrlich mit dir selber. Wenn du eine Packung Gummibären isst, schreib hin eine Packung Gummibären, nicht, oh, ich habe ein paar Gummibären gegessen. Und dann schau mal auf die Packung, wie viel Zucker ist da drin? Wie viele Kalorien hast du in dich reingestopft? Und plötzlich, der Mensch verleugnet oft, was er isst. Ich sage auch, du kannst gern zu McDonald's gehen. Aber schau mal, was da drin ist. Schau mal, was du in deinen Körper stopfst. Und du sagst immer, also warum tankst du in dein Auto das beste Benzin, aber dich stopfst du mit Müll voll? Und deshalb, wann isst du was, warum? Und was ist in den Dingen drin, die du in dich reinstopfst? Das musst du wissen. Und dir wird's wie Schuppen von Augen fallen, dass viele Menschen einfach sehr, 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 sehr viel Quatsch essen aus den falschen Gründen. Du hast dann angefangen, also das fand ich einen guten Ansatz. Du machst keine Diät, weil wir wissen auch, wenn du dann deinen Stoffwechsel unterkalorisch versorgst, wird er umso mehr das Fett Genau. festhalten. Das ist ja die größte Lüge an Ja. Diäten eigentlich, sondern du hast ja wirklich deine Ernährung komplett umgestellt. Und du hast aber versucht, die Sachen in gesünder nachzubauen. Also Genau. anstatt dem berühmten der Joghurtschokolade mit gefriergetrockneten Erdbeeren auf Palmfettbasis, hast du dann gesagt, nee, ich esse einen Joghurt Genau. Frische mit Erdbeeren, frischen Erdbeeren drin dunkle und ein Schokolade mit bisschen wenig dunkle Zucker. Schokolade drüber. Genau. Das heißt, du wolltest, weil das macht ja keinen Sinn. Und das ist eben auch die Frage, die Katja gerade gestellt hat, ist das ein Männerbuch oder richtet es sich auch an Frauen? Ich glaube, nein, es richtet sich an alle Menschen, die emotionale Esserinnen und Esser sind. Das ist ganz egal. Und das fand ich eigentlich das Universelle. Du schaust, warum tue ich was? Das Und ist. was wir festhalten können, ist, glaube ich, du bist einfach, es ist eine Suchterkrankung. Ist es wirklich? Also, wo du sagst, wie tausche ich es aus? Und bei mir war es tatsächlich, ersetzt die eine Sucht durch die andere irgendwie. Also, die Sucht nach Zucker umgehst du dadurch, dass du Situationen meidest, in denen du Zucker brauchst. Also, das hat meine Psychologin, ich hätte eine Ernährungspsychologin, kann ich wirklich Leuten empfehlen, wenn ihr merkt, ihr habt eine Sucht, ihr seid nicht allein. Holt euch Hilfe. Und die sagte, ich kann dir jetzt schon sagen, ich verbiete dir Zucker. Oder schau doch mal, wie du diese Situationen umgeben musst, in denen die Sucht getriggert wird. Also wo du sagst, trenn dich von toxischen Beziehungen. Lass diesen Stress nicht zu. Ja, das bedeutet Arbeit. Dafür heißt das Buch aber auch Arschtritt ins Glück und nicht von selbst ins Glück. Also das ist schon wichtig, damit umzugehen. Und das Zweite, diese Sucht nach Anerkennung. Jetzt bin ich in der Midlife-Crisis, damit ist es doch ein bisschen an Männer gerichtet, aber meine Sucht ist, ich treibe so viel Sport, dass die Leute sagen, Mensch, bist du fit. Und damit wird die Sucht nach Anerkennung befriedigt und ich brauche keine Ja, Ersatzbefriedigungen aber wie da Alkohol läuten mehr. bei mir, da muss ich jetzt kommen, da kommt die Frau Dr. Matzko wieder durch, die Gern. jetzt dann Bullshit-Detektor anschmeißt. Da glaube ich dir nicht. Also ich glaube dir, dass du das machst, Ja. aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich, also
So beginnen bei Männern ja oft andere. Das ist dann eine Suchtverlagerung. Das Also das ist stimmt. der sogenannte Ja, Adoniskomplex, den es na ja klar, gibt, klar. dass Männer dann sagen, ja, ich mache dann Sport und dann kriege ich das Ja. positive Feedback. Es ist doch klar, wir wollen alle Na gefallen. klar. Wir wollen alle anerkannt werden, alle geliebt werden, alle bewundert werden. Ja. Aber so beginnt eine Sportsucht. Bist du sportsüchtig? Wie fühlst du dich, wenn du mal 2 Tage kein Workout gemacht hast? Sehr gut. Richtig gut. Denn der Trick bei mir ist, und das ist, ich kenne Leute, die sportsüchtig sind. Ich habe heuer das Ziel, 2024 365 Mal in 365 Tagen Sport zu machen. Ich schreibe nicht auf, was es ist, ich mache einfach nur einen Strich. Die letzten 2 Tage habe ich keinen Sport getrieben. Und so fucking what? Dann mache ich halt morgen zweimal. Dann mache ich mal, wenn mein Bube Eishockey-Training hat, gehe ich früh Eishockey mit ihm spielen und abends gehe ich nochmal laufen. Wichtig ist, dass die 365 zusammenkommen. Deshalb, ich habe gestern Abend 2 Bier getrunken. Ich trinke eigentlich keinen Alkohol mehr gestern. Was ich tue, weil ich mich so gut zusammenreiße, kann ich mir diese Tage, an denen ich nichts tue, ohne schlechtes Gewissen leisten. Das ist ja das Problem bei vielen Fitnessprogrammen, wo du sagst, oh, jetzt habe ich einen Tag verpasst, oh mein Gott, und Fitness-Challenge. Wenn du einen Tag verpasst, oh Gott, jetzt habe ich versagt. Nein, ich habe nicht versagt, nur weil ich mal 2 Tage keinen Sport mache. Nein, ich bin immer noch ein toller Kerl. Nein, mir geht's nicht schlecht. Aber du Punkt. brauchst schon ein ziemlich, also es ist ja schon auch ein ziemliches Regime jetzt, das du hast, oder? Gar nicht. Ich mach's, weil es Also für mir. mich wirkt das total bedrohlich Nein, aber es irgendwie. ist. Nee, nee, Moment. 365 Nee, Tage darum Sport. geht es aber in dem Buch. Du musst für dich finden, was ist deine Bestimmung? Was Ja. macht dir Spaß? Ich bin junger Hund. Wenn du hier einen Ball schmeißt, dann laufe ich hinterher. Wenn du mich zum Fußball einlädst, bin ich dabei. Wenn du sagst, lass uns Tennis spielen, bin ich dabei. Das mag ich. Meine Frau, kannst du damit jagen? Die würde niemals mitmachen. Meine Frau geht tanzen. Die geht früh morgens, gibt so diese Morning Raves, da geht die hin. Das ist ihre Passion. Meine Frau ist Künstlerin. Also nicht alles, was süchtig ist, ist schlecht. Es gibt auch eine gute Sucht. Und es ist doch schön, wenn jemand eine Leidenschaft hat, wenn jemand was gerne macht. Ja, aber das ist für Lasse mich ein ich mir von Unterschied. Eine niemandem sagen, Leidenschaft dass es finde ich schlecht total ist. super. Nein, eine Also. Leidenschaft finde ich total gut. Für mich beginnt die Sucht in dem Moment, in dem ich über meine Grenzen gehe, die gut für mich sind. Tue ich ja nicht. Also überschreite ich eine Grenze? Ich bin so Nee, gesund nee, das wie ist nie keine zuvor. Unterstellung, das ist meine Ich bin Definition. Ich wollte deine Definition von Sucht hören. auch, ja, aber also ich bin so gesund und glücklich wie nie. Also würde ich sagen, ich bin, nö, ich überschreite keine einzige Grenze. Also besser als jetzt ist es mir noch nie gegangen. Vielleicht bin ich an der Grenze, aber da darf man doch auch mal hingehen. Du darfst alles. Also deswegen sage ich, nee, ich bin nicht sportsüchtig und bin nicht über einer Grenze. Weiß ich nicht. Der Daniel fragt, er wiegt 110 Kilo und er will 20 Kilo abnehmen. Das ist sein Ziel, aber er hat überhaupt keinen Bock zum Ja. Sport zu machen. Womit soll er? Was sollte er zuerst machen? Wie soll der Daniel anfangen? Das, also dann überleg, was ist dir denn wichtig? Also meine Frage ist, was hast du die nächsten 20 Jahre noch vor mit deinem Leben? Und in welchem Zustand willst du sein? Und ich habe ja auch gesagt, es gibt Leute, jetzt red mal drüber, für mich ist es Sport, weil ich ein junger Hund bin, dann laufe ich hinterher. Es gibt aber Leute, die mögen das nicht. Findest du, wie heißt der Daniel? Gibt es für dich eine Aktivität, die du gut findest, die nichts mit Sport zu tun hat? Gehst du gern tanzen? Hast du einen Hund, mit dem du gerne gehst? Und dann sagst du so, wenn wir einen Hund haben, muss jetzt dein Partner dauernd mit dem Hund spazieren gehen oder vielleicht gehst du eine Stunde? Also findest du irgendwas, bei dem du gerne aktiv bist, bei dem deine Freunde dabei sind? 3 Stunden tanzen in der Disco, du verbrennst 1500 Kalorien. Das ist besser als Joggen. Also find eine Aktivität, die du gern machst und die dir Spaß macht. Und bei vielen Leuten funktioniert, wie bei meiner Frau, die kann mit Sport nichts anfangen. Bei der funktioniert es aber über die Ernährung. Also wenn du sagst, Sport ist es jetzt nicht, dann guck doch mal deine Ernährung an. Schau doch mal an, wo isst du zu viel, wo isst du falsch. Also ich hatte auch einen Kollegen beim US Open, der trank 10 Dosen Cola. Das sehe ich so. Jetzt, wenn du schon auf diese Cola verzichtest, ja, trink Coke Zero, trink Wasser, trink eine Apfelschorle, hättest du schon irgendwie 1500 Kalorien gespart.
Und da sage ich, Daniel, es muss nicht Sport sein. Nein, du musst nicht 7-mal die Woche Sport treiben. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du A, aktiv sein kannst und wie du an deiner Ernährung basteln kannst, dass es für dich hilft. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Magie dieses Buches, dass sie nicht sagt, hier ist ein Leitfaden von A bis Z, sondern schau mal, hier sind 20 Denkanstöße. Vielleicht kannst du mit 5 nichts anfangen. Mhm. Bei ihm Sport, viel Sport. Sagt er, also Kapitel 17 ist nichts für mich. Mhm. Und dann sage ich aber, schau mal, von Kapitel 11 bis Kapitel 16 findest du vielleicht was für dich. Du musst deinen Weg finden, weil eine Reise nach Hamburg ist eine andere von L.A. aus, es ist eine andere von München aus und es ist eine andere von Bremen aus. Und ich sage jetzt, ich bin von L.A. aus gestartet, Daniel startet von München aus. Mhm. Finde deinen Weg, wie du nach Hamburg kommst. Mhm. Und der Punkt ist ja aber, was für Sport spricht, ist ja tatsächlich, dass man, wenn man mehr Muskelmasse hat, dass es den Grundumsatz erhöht. Ja. Das heißt, es verbrennt von Haus aus mehr Fett. Ja, also es ist natürlich zu sagen, ich will überhaupt nicht aktiv sein, aber 20 Kilo abzunehmen ist schwer. Mhm. Also wenn du gar nicht aktiv bist, wie verbrennst du denn die Kalorien? Ja. Aber es muss nicht Sport sein. Es reicht ja schon zum Beispiel, wenn man sich so mal so ein, wenn man Fan von Numerologie ist, dass man sich so einen Schrittzähler zuschaut und einfach bestimmte Dinge im Alltag anders zu Fuß erledigt zum Beispiel. Das Witzige ist, der Deutsche geht 4.900 Schritte am Tag. Ja. Es müssen nicht die 10.000 sein. Studien zeigen, dass 5.600 schon reichen. Das bedeutet, lieber Daniel, 500 Schritte mehr am Tag und du hättest schon was gewonnen. Jetzt überleg mal, 500 Schritte ist wirklich einmal im Block. Mhm. Ja? Und dann fang vielleicht an, auch wenn du keinen Sport treiben willst, mach mal eine Kniebeuge, ein Push-Up und ein Sit-Up. Mach morgen 2, übermorgen 3. Und das Witzige daran ist, das Gehirn gewöhnt sich innerhalb von 28 Tagen an eine Tätigkeit. Ja. Jetzt, wenn ich dir sage, du gehst heute 500 Meter spazieren, morgen 600, übermorgen 700. In 20 Tagen bist du schon bei 2,5 Kilometern und plötzlich sagt dein Gehirn dir, naja, wir gehen ja jeden Tag. Und plötzlich kannst du schon nicht mehr ohne. Und plötzlich wirst du merken, du stehst auf und brauchst schon diesen Spaziergang. Und dann hast du dein Gehirn umprogrammiert, ohne es zu wissen, ohne jetzt zu sagen, oh, jetzt muss ich schon wieder hier eine Stunde ins Fitnessstudio. Ja, genau. Sondern es ist dann ein Wollen für dich. Es ist wie Zähneputzen. Ja, es ist wie Zähneputzen und aus dem, oh, ich müsste oder ich muss, wird ein, ich will. Und das Schönste im Leben und die größtmögliche Freiheit im Leben ist, wenn du sagen kannst, ich möchte das tun, weil ich es will. Deswegen sage ich, wenn ich ein Bier trinken will, ich möchte das tun, Punkt. Wenn ich Sport treiben will, tue ich es. Mhm. Es ist meine Entscheidung. Und deshalb, Daniel, find irgendwas, über das du sagen willst, ich will. Der Bernd fragt, dein Arschtritt, Jürgen, war der diabetische Schock. Was kann denn mein Arschtritt sein? Sollen wir vorbeikommen? Gerne. Also wir kommen hin. Muss man erst in Lebensgefahr geraten, bis man es wirklich versteht? Sollte man eigentlich nicht. Weil der Arschtritt war nicht der diabetische Schock. Sondern? Sondern als ich in den 2 Monaten danach, das waren die schlimmsten Monate meines Lebens, weil ich von 2,0 Dioptrien Weitsicht zu 1,75 Kurzsicht innerhalb von 24 Stunden schwankte. Kannst du das erklären, wie Zucker und Sehstärke zusammenhängen? Der Blutzuckerwert, weil ich im Koma war, den haut quasi runter und hoch. Also du schwankst zwischen 70 und 400 und damit ist deine Sehstärke komplett out. Ich krampf trotzdem, du hast keine Energie. Ich habe mich oft übergeben. Aufgrund der Übelkeit, ich hatte so 8 verschiedene Brillen, was dazu führte, dass ich 2 Monate lang relativ hilflos auf der Couch lag. Und dann lag ich auf der Couch und da ging mein Sohn so vorbei und ich so, wenn jetzt ein Erdbeben kommt, muss der mich runtertragen. Mhm. Ich bin so hilflos, dass ich die Hilfe von meiner Familie bräuchte, damit die mir im Notfall mein Leben rettet. Und ich dachte mir so, boah, was bist du für eine Wurst? Also du wirst zur Bürde für deine Familie. Hast du dich geschämt? Ja, absolut. Weil ich gesagt habe, boah, du wirst immer der starke Macker und was weiß ich sein. Und jetzt bist du die hilflose Wurst, die ohne Hilfe nicht mal vom Tsunami weglaufen könnte. Das war der Arschtritt, wo ich gesagt habe, nein, das wird mir in meinem Leben nicht mehr passieren. Und deshalb, Bernd, was? Bernd, schau mal dein Leben an, wie es dir gerade geht. Bist du in der Lage, alles zu tun, was du möchtest?
Das ist Freiheit. Mhm. Alles zu tun, was du möchtest. Und wenn du sagst Nein, dann ist mein Ratschlag, dann änders. Dann sorg dafür, dass du alles tun kannst, was du willst. Und was hast du denn in den nächsten 20 Jahren noch vor? Also wir reden ja oft darüber, oh, wenn ich nochmal zurückgehen könnte zu meinem 25-jährigen Ich. Mhm. Eines Tages wirst du 80 sein. Was würde dein 80-jähriges Ich deinem jetzigen Ich sagen? Und komm mal in mein Alter. Komm mal in mein Alter. Und weil du damals nicht aufgepasst hast, tu mir jetzt die Knie weh, ich kann nicht mit meinem Enkel spielen und ich liege auf der Couch und alle verarschen mich. Ha! Der wird sagen, reiß dich mal zusammen. Und deshalb, Bernd, gib dir den Arschtritt selber. Hm. Nämlich von deinem zukünftigen Ich, das dir sagt, pass mal auf, die nächsten 20 Jahre werden nur dann Spaß machen, wenn du bereit für Spaß bist. Wenn du auf der Couch hockst, weil dir alles wehtut, hast du keinen Spaß mehr. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Ja. Ich habe manchmal bei dir den Eindruck, also auch hatte ich auch beim Lesen, dass Scham ein ganz großer Antrieb ist bei dir. Mhm. Dass du dich zwischenzeitlich auch schon geschämt hast oder generell teilweise auch, weil dich Menschen, die so arrogant sind oder dich so abtropfen lassen, das berührt dich sehr, das triggert dich und das hat dich ja auch mit in die Sucht geführt. Ja. Ich sage nicht, dass die schuld sind aber dieses nicht mit sich fein sein und sich für sich selbst schämen. Ja. Für was hast du dich alles geschämt? Und für was schämst du dich vielleicht heute noch? Weil ich, hat vielleicht mit der Kindheit zu tun, immer die beste Version meiner selbst sein möchte. Und es ist ganz interessant, weil wenn ich jetzt in den Spiegel schaue, ich habe heute mit meinem Chef darüber gesprochen, ich habe gesagt, zum ersten Mal seit sehr, sehr vielen Jahren mag ich die Person, die ich gerade bin. Und ich bin gerade mit mir sehr zufrieden. Ich mag mich, ich mag mein Leben. Was mich aber auch zum Nachdenken führt, warum war es vor 5 Jahren nicht so? Und denkt man so über sich nach und ich bin schon so jemand, der viel über sich nachdenkt. Vielleicht auch zu viel, so ein bisschen zu viel selbstreferenziell. Aber wenn du so am Abend nachdenkst und sagst, boah, der Tag war jetzt nicht so gut. Ich habe nicht gut gearbeitet, ich war nicht nett zu meinen Freunden. Dann schaust du in den Spiegel und sagst, bin ich der, der ich sein will? Und ich habe ja gesagt, ich bin gern ein junger Hund, der Sachen hinterherläuft. Und wenn du dann sagst, also diese lustlose Person vom Spiegel, die jetzt nicht in Sport gehen will, sondern faul auf der Couch liegen will, die mag ich nicht. Und für diese Person oder für diese Version seiner selbst schämt man sich dann. Und ich bin jetzt heilfroh, aus diesem Kreislauf des Selbsthasses irgendwann mal, oder wo du sagst, mit dieser Selbstunzufriedenheit, rausgekommen zu sein und zu sagen, ich bin die Person, die ich sein will. Und darauf bin ich sehr, sehr stolz. Mhm. Ja, weil, also, was ich ein sehr interessantes Projekt fand, das du auch im Buch beschrieben hast, ist dein Projekt Tor. Vielleicht kannst du, sei so nett und für Bernd und all die anderen und für Daniel, bitte fass nochmal dein Projekt Tor zusammen. Es gibt ja in diesen Männermagazinen dieses in 4 Wochen zur Superheldenfigur. Also die Wolverine-Diät und das Thor-Workout. Und ich hatte den krankhaften Ehrgeiz, oder es war auch irgendwie ein lustiges Projekt. Zu Halloween, also in Deutschland wäre es Fasching, wollte ich als Thor gehen. Und dann habe ich den. Also der Superheld für alle, die nicht so im Marvel-Universum sind. Der Superheld mit dem großen Hammer. Und ich habe mir dann eingeredet, das mache ich. Habe mich mit dem Fitnesstrainer von Chris Hemsworth getroffen. Habe den interviewt, habe mir die Tipps gegeben und habe dann tatsächlich 6 Wochen lang vor Halloween diese Diät eingehalten, habe das Fitnessprogramm gemacht. Habe mich dann auch, weil Chris Hemsworth das sagte, ich mache das nicht, um gesund zu sein. Ich mache das nur, um an diesem Tag nackt gut auszusehen. Er macht das nur für eine Rolle, der spielt eine Rolle. Dafür kriegt er auch richtig viel Geld. Kriegt er richtig viel Geld und auch viel Lob. Ja. Und dann kochst du ja ab. Also ich bin ja dann auch in die Sauna und dann habe ich erst Sodiumwasser getrunken, weil das den Körper austrocknet. Ich weiß nicht, ob wir das Foto hier haben. Ich finde das Foto relativ cool. Also es war ein tolles Kostüm, nur so krank wie an Halloween. Weil ich mein Leben lang nicht. Weil es dir dreckig ging aufgrund des Wasserentzugs. Ja, der Wasserentzug, ich hatte Kopfweh, nichts mehr funktionierte und das zeigte mir, wie töricht diese Männermagazin-Dinger in 6 Wochen kommst du zur Thor-Figur. Meine Frage ist, und dann?
Was machst du dann, wenn du einen Tag lang aussiehst wie Thor? Ich war 2 Wochen im Bett, ich habe gleich wieder 8 Kilo zugenommen, aber dann nimmst du Fett zu, ja, weil du alles wieder in dich reinstopfst. Und das zeigt dir, wie unsinnig so eine Thor-Diät ist. Ja, und ich bin aber auch ganz verwundert gewesen, dass du hast ja so einen Schindluder getrieben mit deinem Körper. Du hast ja wirklich dir einiges zugemutet und hast dich selber fast umgebracht, Ja. dass du dann so ein krasses Experiment nochmal wagst. Ja, Mit diesem Feind, also wir sind ja, das ist alles ja im Gleichgewicht eigentlich, theoretisch. es gibt eine wunderbare Aussage von meiner Schwägerin Erika, das ist auch meine beste Freundin, die schrieb irgendwann in einem Gruppenchat von unserer Familie, warum kann er nicht einfach Diabetes haben wie alle anderen? Warum muss er immer so extrem? Es ist schon, also man sieht ja, ich treibe Sachen schon gern ins Extreme. Deswegen hat es mich auch gerade berührt, als du gesagt hast, gehst du da über so eine Grenze manchmal. Also wo man hinterfragt sich ja dann, oh, bin ich jetzt so ein bisschen zu weit? Ich probiere Sachen schon gern im Extrem, aber genau deshalb gibt es hier dieses Tattoo, das stammt aus dem Taoismus. Ich bin in Südkorea sehr daheim, ich bin im Taoismus sehr daheim und das bedeutet, dass Körper, Geist und dein soziales Leben immer in der Balance sein müssen. Und wenn du das Gelbe entfernst, wirst du runterfallen. Wenn du beim Blauen was wegmachst, musst du beim Gelben ein bisschen korrigieren. Und das habe ich schon gelernt aus diesen, wie gesagt, das Thor-Projekt war ein Extrem. Ich habe aber gelernt, wie töricht das war. Also kein Mensch wird alt und weise, wenn er nicht mal jung und dumm war. Und ich glaube, einen dümmeren Menschen als mich gibt es nicht. Und ich lerne aber. Und ich habe gelernt, eine Balance für mich zu finden. Und jetzt gerade, ich würde dieses Store-Projekt, bin ich froh, dass ich es gemacht habe? Ja. Würde ich es wieder tun? Nein. Also ich bin so ein bisschen stolz drauf, dieses Projekt gemacht zu haben, aber ich kann nur jedem sagen, mach das Da bitte sehen wir es, nicht. glaube ich. Das bist du, gell? Oh ja, Das ist das Tor. das war beim Trainieren, ja. Das war irgendwie Ja. 3 Tage vor den Dingen. Ja, du siehst ja hier, wie an der Seite schon Wasser weg ist und alles. Leute, die machen das nicht, um gesund zu sein. Die machen das, um gut auszuschauen, weil sie dafür Geld kriegen. Das ist ein Schauspieler. Ja. Ja, aber man muss schon auch ein ganz schöner Grenzgänger sein, um dahin zu kommen. Also ich breche jetzt mal, weil das ist mein Job, die Lanze für all die Daniels und die Bernds und all die anderen, die Monikas, die Sabines und all die Menschen da draußen, die seit Jahren kämpfen mit einem Mehrgewicht, ja. Und die dann sagen, ja, aber das kann ja nicht sein, bloß weil er keine Joghurte mehr isst. Es gibt auch andere Erdbeerschokoladen, ja, Ja, natürlich, ja, einfach klar. Disclaimer, sondern dass er auf griechischen Joghurt umstellt und da ein bisschen an Sport macht, das kann nicht sein. Also man muss, glaube ich, schon extrem diszipliniert sein oder du bist schon jemand, der Ja. sich ein Ziel setzt und dann knüppelhart hinterhergeht. Ja, natürlich. Also entschuldige Aber was bitte. mit all den anderen, die Also das nicht so können? Hast du für die einen erstens, Tipp? ja, natürlich. George Bernard Shaw, der sagte, hör auf, darauf zu warten, dass die Welt es sich zur Aufgabe macht, dich glücklich zu machen. Finde eine Bestimmung, die dir wichtig ist und für die es sich für dich lohnt zu kämpfen. Das Buch heißt Arschtritt ins Glück. Das heißt nicht, es geht von selber ins Glück. Also es gehört schon eine gewisse Disziplin dazu. Es gibt Dinge, die kannst du nicht verändern, mit denen musst du umgehen. Wir alle werden älter. Also es ist mir durchaus bewusst, dass ein Sportprogramm, das ich jetzt mache, Ja. mit 60 nicht mehr machen kann. Was aber nicht bedeutet, dass ich mich mit 60 auf die Couch lege. Oder sage, mit 60 ist halt dann das Leben vorbei. Nein, wenn ich 60 bin, habe ich hoffentlich noch mal 20 Jahre vor mir. Ich war mal Fußballer und habe seit 5 Jahren keinen Fußball mehr gekickt, weil es für mich nichts Schlimmeres gäbe, als von jemandem eine Blutgrätsche zu kassieren. Also habe ich mir jetzt Pickleball gesucht. Ist so ein Hybrid aus Tischtennis und Tennis. Das werde ich wegen der Knie wahrscheinlich mit 60 nicht mehr spielen können. Dann suche ich mir mit 60 was anderes. Also es kann, ich will aber nicht als Ausrede gelten lassen, weil ich älter werde, geht es nicht mehr. Also deswegen sucht euch was, das euch Spaß macht und dann habt Spaß daran. Dann geht gern hin. Weil wenn du was gerne machst, machst du es auch gerne 2 Stunden. Das stimmt, ich habe angefangen Tennis zu spielen und ich bin wahrlich nicht begabt. Also ich bin der größte Honk und ich spiele immer noch mit Aber macht diesen es dir Spaß? Kinderbällen, weißt du, Ja. die so farbig sind. Also, Aber ja, ich habe einen Riesenspaß dran. wer Ich ist habe einen irgendjemand? Riesenspaß. Genau, also Ja. wer bin ich jetzt dir zu sagen, oh, wenn du aber mit Kinderbällen spielst, ist das kein richtiges Tennis? Nein,
es macht dir Spaß. Vielleicht spielst du noch mit einer Freundin oder einem Freund. Mit meinem Mann. So, mit deinem Mann. Also der eine irre Geduld hat. Hast du auch noch Quality Time mit deinem Mann? Ja, also es gibt ja nichts. Für mich ist Eishockey mit meinem Sohn. Ich bin so schlecht, ich kann noch immer nicht nach rechts Schlittschuh fahren. Also ich bin der Zuländer des Schlittschuhfahrens. Verstehe ich total. Ich kann auch nur nach. So, aber wer bin ich jetzt, dass mir jemand sagt, oh Schmieder, du kannst nicht mal Schlittschuh fahren oder dir, oh, du bist mit Kindern. Na und? Du verbrennst wahrscheinlich 400-500 Kalorien, hast Quality Time mit deinem Freund. Mach weiter, ja, so oft du kannst, solange es dir Spaß macht. Als Kalorienverbrennen denke ich tatsächlich gar nicht. Denkst ich gehe einfach nicht? Wahnsinnig gern raus und ich mag dieses Geräusch und ich mag den Geruch. Den Geruch und von Tennis. Ich liebe diesen Tennisplatzgeruch und ich liebe die Gemüsepizza danach aber, im Tennisheim. So, und damit bist du aber schon genau bei dem Punkt. Ab dem Zeitpunkt, wo du es machst, weil du Kalorien zählst, ist es schon wieder ein Muss. Ist es schon wieder... Wenn du dich aber bewegst und gar nicht mal dran denkst und dann sagst, oh, danach gehe ich, weil es deine tolle Gemüsepizza ist, schaust du nicht, wie viel Kalorien diese Gemüsepizza hat, sondern du machst, weil es dir schmeckt. Mhm. Und wenn du am nächsten Tag so drüber nachdenkst, oh, wie schaut denn mein Fitnessprogramm, ach ja, ich war ja gestern Tennis spielen und habe eine gesunde Gemüsepizza gegessen, cool. Die beste Form des Abnehmens oder Gesundsein ist, wenn es dir gar nicht auffällt, dass du was Gutes für dich tust. Ja, genau. Und es sollte auch ja nochmal Gesundheit das Ziel sein. Ja. Weil das finde ich eben wichtig, auch weil wir ja eigentlich, keiner wird, wer nicht so ein extremer Typ ist wie du, wird keiner von uns wie Thor aussehen. Ja. Aber deswegen am Ende des Kapitels steht ja, mach das nicht. Also ich sage ja keinem, mach die Thor-Diät. Und es ist auch, genau darum geht's, du musst deinen eigenen Weg finden. Schau, für dich ist es Tennis mit Kinderbällen mit deinem Mann. Für mich ist es Eishockey mit meinem Sohn. Für meine Frau ist es ein 6 Uhr Rave auf irgendeinem Boot in Santa Monica. Mhm. Also verschiedener geht's ja nicht. Aber wir sind alle drei gesund, oder? Ja, glücklicherweise. Jetzt ist ja nicht jeder, hat nicht die Möglichkeit, zum 6 Uhr Rave in Santa Monica leider zu gehen. Der Alexander fragt. So, wie lässt sich denn dein Fitnessprogramm und dein Essensplan mit deiner Familie vereinbaren und deinem Arbeitsleben? Ja. Es könnte nicht unterschiedlicher sein. Meine Frau ernährt sich komplett anders als ich. Meine Frau ist leider die beste Bäckerin der Welt. Gestern hat sie mir ein Foto von so einer Erdbeersahne-Rolle geschickt, wo ich sage, ich will es haben. Bei Ernährung gehört tatsächlich eine gewisse Disziplin dazu, wo du sagst, also meine Frau, weil sie keine Diabetikerin ist, kann was anderes essen. Mein Sohn ist ein Teenager, also der will ein Steak. Der isst dann nur Fleisch und ich so, oh mein Gott, kannst du auch mal was Gesundes essen? Und bei mir ist es so, find deinen Weg und mach keine Diät, wirklich. Schau auf keinen Ernährungsplan, sondern schau, was ist gesund für dich, was schmeckt dir und mach dir so einen Plan mit Dingen, die dir tatsächlich schmecken. Was du vielleicht gar nicht wusstest. Also bei mir ist es zum Beispiel Brokkoli. Hättest du mich als Kind jagen können damit. Deswegen habe ich jahrzehntelang kein Brokkoli gegessen, weil in meinem Gehirn war, schmeckt nicht. Dann gibt dir jemand Brokkoli und du beißt so als Erwachsener rein und denkst dir so, nee, schmeckt dir richtig gut. Statt Nutella kannst du Peanut Butter ohne Zucker. Hat kaum Kalorien. Das ist so mein Nasch-Dings. Nüsschen. Ist so mein, wenn ich auf der Couch sitze, sind es keine Kartoffelchips mehr, sondern so Erdnüsse oder Macadamia. Aber hochkalorisch sind sie. Sind kalorisch, aber dafür treibe ich Sport. Also sie haben ganz wenig Kohlenhydrate und die Kalorien, es sind sehr, sehr gute Kalorien in Nüssen. Also in Nüssen kannst du eigentlich quasi essen, so viel du willst. Du kannst ja gar nicht so viel essen. Also so viele Nüsse kriegst du gar nicht rein. Ist aber nicht schlimm. Und damit sage ich, find doch so ein paar Alternativen für dich, wo du sagst, schau mal, damit kann ich leben. Mhm. Und bei Sport gibt es bei mir 4 Regeln. Die erste ist Bequemlichkeit. Such dir eine sportliche Aktivität, die so nah wie möglich an deinem Daheim ist. Studien zeigen, wenn das Fitnessstudio mehr als 7 Minuten weg ist, gehst du einmal die Woche weniger. Deswegen gehe ich gar nicht mehr hin, sondern trainiere mit meinem Handy. Ich habe mir so eine App runtergeladen. Genau. 20 Minuten, weil ich nicht die Zeit habe, erst irgendwo hinzugehen. Ich trainiere jeden Tag 20 Minuten und damit geht es mir gut. Und es ist tatsächlich jetzt nach 28 Tagen wie Zähne putzen. Es ist Gewohnheit. Ja? Oder stell dir ein Sitzfahrrad auf den Balkon oder irgend so. Also so, es muss am besten erreichbar sein. Also so eine App hast du zum Beispiel immer dabei. Ich habe immer Widerstandsbänder dabei. Mhm. Wenn ich irgendwo am Flughafen geht, warte, schaut ein bisschen peinlich aus, aber ich übe ein bisschen. Das zweite ist, such dir was, das dir Spaß macht. Und jetzt kommen wir zu Fußball zurück. Fußball macht mir keinen Spaß mehr. Tennis. Du spielst gern Tennis, also gehst du freiwillig einmal pro Woche mehr, weil es dir Spaß macht. Das dritte ist,
Wenn dir ein Freund was vorschlägt, mach mit. Wenn dir jemand einen Firmenlauf vorschlägt, also in 4 Wochen, willst du mitlaufen? Na, mach mit. Weil du hast so ein ganz, 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 ganz kleines Ziel. Bei uns im Dorf ist es der Ironman. Mhm. Du musst 1 Meile im Sand laufen, 1 Meile im Meer paddeln und dann 6-Pack Bier trinken, ohne dich zu übergeben. Hat mit Fitness nichts zu tun. Hat nein, überhaupt, also es ist völliger Blödsinn, aber ich habe als bayerischer Bub gesagt, also ich werde hier nicht gegen Amerikaner verlieren. Mhm. Damit musste ich aber im Sand laufen trainieren. Ich muss paddeln trainieren. Mhm. Also hast du so einen spielerischen Ehrgeiz, dich zu bewegen, das ist Nummer 3. Und viertens, bringst mit deinem großen Ziel in Vereinbarung. Mhm. Also was hast du vor die nächsten 20 Jahre und gibt es irgendwas, was du dafür tun kannst? Bei mir war es mein Sohn, den ich 2-mal die Woche ins Eishockeytraining fahren musste. Mhm. Ich hätte im Auto warten können. Setze ich mich ins Auto, scroll auf Instagram und warte, bis Training vorbei ist. Oder ich kaufe mir verdammt nochmal ein paar Schlittschuhe und in der Stunde, in der er trainiert, lerne ich Schlittschuh fahren. Wie gesagt, ich kann es immer noch nicht. Aber es hat. Und dann haben die mich einmal eingeladen, ich soll mitspielen bei denen. Mhm. Und was passiert? Ich schieße tatsächlich ein Tor. Weil der Torwart nicht reagiert hat. Also in meiner Erzählung ist das Ding in den Winkel geflogen und es war ein natürlich. Toller Schuss. Was natürlich nicht. Der Blick von meinem Sohn, wie der dich anschaut und sagt, Papa, vom absoluten Nichtskönner im Schlittschuh fahren, hast du jetzt hier mit uns ein bisschen mitgespielt und hast ein Tor geschossen? Absolute Liebe von dem. Mhm. Und dann sagst du so, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich diesen Moment mit meinem Buben nicht erlebt. Also deshalb sucht euch was, das ihr mit eurem ganz großen Ziel in Einklang bringen könnt und ihr werdet so einen Moment erleben. Und wenn ihr den Moment erlebt, schreibt mir arschtrittinsglück@gmail.com. Es haben mir ein paar Leute ihre Momente geschrieben und mir geht's Herz auf, wirklich, wenn die dann sagen, ich wollte mit meiner Frau unbedingt Tennis spielen. Was würde dein Mann sagen, wenn du mit ihm spielst und irgendwann gelingt dir so eine Rückhand, die an ihm vorbeisegelt. Und dein Mann schaut dich an und sagt, Caro, holy shit. Das wird einer der tollsten Momente als er gesagt hat, als er gesagt hat, du bist echt besser geworden, dann war ich schon, ich war echt happy. Und außerdem, ganz ehrlich, es ist ja, ich glaube, wir sind ja auch sehr chemische Wesen. Ja. Ja, dazu werden wir demnächst hier auch in der Lit Lounge übrigens ein super Gespräch haben mit Gabi Gutzek über Alkoholismus. Die hat es als Wissenschaftsjournalistin fantastisch auseinanderklamüsert, wie wir chemische Wesen sind, also Neurotransmitter haben. Ja. Aber schau, du befolgst ja quasi die 4 Regeln, ja. Die ich habe, befolgst du ja schon. Ja, natürlich, weil ich bin ein Dopamin-Junkie und ein Serotonin-Junkie, um bei den Neurotransmittern zu bleiben. Ich, mein ganzer Körper sucht immer und ich glaube, das hat auch viel mit Suchtkrankheit zu tun. Ja. Du mit deiner Zuckersucht, ich mit der damaligen Magersucht. Wir sind auf der Suche nach einem Kick, nach Dopamin, nach einem Glücksgefühl. Ja. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass halt auch, das war das Toxische eigentlich bei mir, dass Gewichtsverlust bei mir natürlich zu einer positiven Resonanz geführt hat. Ja. Nur, dass ich dann immer noch mehr abgenommen habe und noch mehr abgenommen habe. Und dann Angst hatte, wieder dicker zu werden. Dann kein positives Feedback. Also nehme ich lieber noch ein bisschen mehr ab. Und so bin ich in die Magersucht gekommen. Ja. Was natürlich auch mit einem gestörten Selbstwert zu tun hat. Natürlich. Und deswegen meine Frage noch an dich wäre, was würdest du machen, wenn du wieder nicht mehr so fesch und hot da sitzt wie jetzt? Das wird irgendwann passieren. Irgendwann werde ich 80 sein. Ja, und dann habe ich vielleicht keine Haare mehr und dann ist vielleicht die Haut nicht mehr so Dings. That's life. It is what it is. Es ist wirklich so. Wen interessiert es? Wen interessiert wirklich, was auf deiner Waage steht? Ja, aber du hast so schön, und das ist eins meiner Lieblingsmomente in deinem Buch, darum habe ich mir hier einen Marker reingemacht. Wir haben ja noch 12 Minuten, pass auf. Du hast da so schön geschrieben, auf Seite 200. Ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, was da genau mit einem passiert, wenn man sein Leben umstellt und es zu dem Moment kommt, in dem man mit sich selbst zufrieden ist. Denn irgendwas verschiebt sich, das spürbar auch im größeren Kontext. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich auf einer Dienstreise kürzlich an der Hotelbar von 2 Frauen zu einem Drink eingeladen wurde. Nein, das soll keine Prahlerei sein, na, vielleicht ein bisschen. Es ist vielmehr der Ausdruck absoluter Verblüffung, weil mich davor 5 Jahre lang niemand angesprochen hat, auch keine Männer.
Ich war in den letzten Jahren ganz einfach unsichtbar. Männer ab 35 kennen das. Ich finde 35 voll früh. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Auslöser für eine ordentliche Midlife-Crisis. Man wird unsichtbar. Was passiert, wenn du unsichtbar wirst? Was hast du da nicht? Also ich mache mir gleich Sorgen um dich. Respekt. Ich glaube, das Schlimmste, was du einem Menschen antun kannst, ist ihm Respekt zu entziehen oder dass er nicht mehr sichtbar ist. Dass er einfach nicht mehr existiert für dich. Und das hat mit Körper nichts zu tun. Wenn dich dein Chef nicht mehr beachtet, wenn dein Partner, mit dem du seit 10 Jahren zusammen bist, an dir vorbeigeht, dich nicht mehr beachtet, dich nicht mehr wahrnimmt, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, weil du unsichtbar wirst. Du wirst unwichtig für dich selber. Und deshalb, was für mich so wichtig, oder es geht nicht um die Hotelbar, es geht um den Blick meiner Frau, wie die mich anschaut. Und mir wird schon bewusst, wie die mich vor 5 Jahren angeschaut hat manchmal, wo sie so, okay, der Kerl, der jetzt hier so aggressiv ist, der sich so ein bisschen gehen lässt, mag ich den denn noch? Und der Blick von ihr jetzt, wo ich mir so ein bisschen zur Mission mache, anderen zu helfen, auch versuche, netter zu sein. Und tatsächlich, es geht auch darum, es ist so ein bisschen egoistisch, wenn du netter zu anderen bist, sind die netter zu dir. Das ist so eine witzige Erkenntnis. Und plötzlich wirst du sichtbar für die. Plötzlich sagen die, Mensch Jürgen, das ist aber toll, dass du so nett bist. Ich habe heute jemanden am Hauptbahnhof, hat der mich gefragt, kennen Sie sich in München aus? Und ich so, nee. Oh, ich muss zum Rosenheimer Platz. Und ich so, weißt du was, das googeln wir jetzt miteinander. Mhm. Der Blick von dem, wo der sagt, danke schön, dass Sie mir geholfen haben. Ich habe jetzt dem geholfen, aber mir wurde es auch warm ums Herz irgendwie. Mhm. Also dieses Lob, dass du nett zu jemandem warst, das stellt was mit dir an. Wenn deine Frau dich anschaut und sagt, bist ein ganz schön geiles Brett wieder, da freut man sich, weil die einen im wahrsten Sinne des Wortes wieder sieht. Und Respekt und gesehen zu werden, sind, glaube ich, die wichtigsten Elemente fürs Glück von Menschen. Punkt. Ja, wir haben eine große Fettfeindlichkeit in unserer Gesellschaft. Ja. Das ist einfach so. Und deswegen, mir tut es einfach wahnsinnig leid, ja, welche Demütigungen, ja, mehrgewichtige, dicke Menschen jeden Tag in unserer Gesellschaft erleben müssen. Was würdest du denn jetzt denen raten da draußen, die... Du hast ja irgendwie wundersamerweise wirklich ganz massiv schnell die Kurve gekriegt. Oder brauchst du jetzt noch Insulin? Nein. Nein, du bist geheilt. Keine Medikamente, kein Metformin, kein Insulin. Das ist ein unfassbares Glück und eine unglaubliche Leistung. Leistung, ja, aber auch viel Glück. Ja. Und das Wichtigste ist, und das steht auch im Buch, Leute, wenn der Arzt euch sagt, ihr seid gesund, und wenn ihr mit euch zufrieden seid, seid zufrieden. Schmeißt dieses Buch ins Feuer, kauft es nicht, dann braucht ihr das nicht. Lasst euch bloß nicht von irgendjemandem einreden, ihr wärt zu fett. Ja, bei dir führte es in die Magersucht. Du entscheidest, womit du zufrieden bist. Außer der Arzt sagt dir, wenn du mit dir zufrieden bist, aber der Arzt sagt, naja, ihre Kniebeschwerden kommen davon, dass sie 10 Kilo abnehmen wollen, ist was anderes. Aber auf der anderen Seite, du entscheidest, wer du sein willst. Punkt. Aber du entscheidest, wenn du entscheidest, wer du sein willst, entscheidest du auch, was du bereit bist, dafür zu tun. Mhm. Und wenn du über dich sagst, ich wäre glücklicher, wenn ich 10 Kilo mehr hätte, weil ich magersüchtig bin, dann bitte nimm 10 Kilo zu. Natürlich in unserer Gesellschaft... Würde keine Magersüchtige sagen, ist Übergewicht, natürlich, Übergewicht ist das größere Problem. Mhm. Wenn du über dich, wenn du jetzt auf der Couch sitzt, Bernd, Daniel und so weiter, und sagst, mir tun die Knie weh, ich habe vielleicht Rückenschmerzen, ich würde gern 15 Kilo abnehmen, dann tu es. Bitte, bitte, dann sorg dafür. Also sei der Mensch, der du sein willst. Aber es gehört schon Arbeit dazu, der zu werden, der du sein willst. Mhm. Das passiert nicht von heute auf morgen. Deswegen kommen wir zurück zu George Bernard Shaw. Warte nicht drauf, dass die Welt dir den Gefallen tut, für dich da zu sein. Ja, oder John F. Kennedy, don't ask what your country can do for you. Ja, bezieh's also auf man dich muss selber. Also, das ist halt love it, leave it or change it. Also man muss schon aktiv werden, genau. Aber es gibt ja auch Hilfe da draußen. Ja. Du hast vorhin gesagt, Ernährungspsychologin hat dir geholfen, Ärztinnen und Ärzte haben dir geholfen. Du hast ja auch einen Trainer dann mal gehört für dein Torprojekt. Ja. Der Nachbar hat mir geholfen. Also es ist ganz erstaunlich, wie Leute reagieren, wenn man ihnen ehrlich sagt, ich brauche Hilfe.
Man hört immer, fällt jetzt vielleicht nicht auf, aber ich bin eigentlich ein relativ schüchterner Mensch. Ich gehe nicht gerne auf Leute zu. Ich bin sehr offen, wenn Leute mit mir reden, aber ich bin nicht so der Typ, der sagt, oh, kannst du. Und so ganz erstaunlich, wenn du im Fitnessstudio zu jemandem hingehst, wo du sagst, oh, das würde ich gerne lernen, wie gerne einem Menschen helfen. Ich bin zu Fremden im Fitnessstudio, einer, der heißt Matt, ist mittlerweile ein privater Freund von mir. Mhm. Nur weil ich auf den zugehe und sage, can you help me? Kannst du mir helfen? Also deshalb, Leute, seid offen draußen, geht raus und sucht euch Hilfe und seid dankbar für Hilfe. Und dann gibt es aber auch weiter. Also seid kein Karma-Korken. Mir ist so viel geholfen worden. Ich hatte so viel Glück. Jetzt will ich gern anderen helfen. Deshalb sage ich immer, schreibt mir, wenn ihr Erfolgsgeschichten habt, weil dann freue ich mich. Weil jetzt ist es so meine Version. Schau mal, wenn ich es geschafft habe, könnt ihr es auch. Ja. Ich helfe euch gern. Wenn ihr Tipps braucht, schreibt mir eine Mail, kommentiert auf Instagram. Weil es ist ja wirklich auch eine Spirale. Also der Yves hat geschrieben, ich weiß nicht, ob es die Yves ist oder der Yves. Wahrscheinlich der Yves. Entschuldige, Yves, dass ich nicht genau weiß. Aber du bist auf jeden Fall super. Denn du freust dich und sagst, das Thema Respekt auch sich selbst gegenüber hat mich berührt. Ich werde mir dein Buch kaufen und bin gespannt. Das Thema Selbstrespekt, das ist ja wirklich eine Spirale. Ja. Ich kenne ja auch so gut diese Tage. Man steht man davor und man mag sich irgendwie nicht. Und dann klappt vielleicht an dem Tag auch nichts und irgendjemand sagt noch was Blödes zu dir. Und dann willst du dich eigentlich nur vergraben. Ja. Und ich habe wirklich gemerkt, dass es viel besser ist, dann mit meinem Hund rauszugehen. Ja. Also mein persönlicher Tipp, first step in self-healing, besorgt euch einen Hund. Ich habe auch einen Hund. Also ja, du hast auch einen Hund, also genau. Das heißt ja immer, manche Tage kann man nicht reparieren. Doch, kann man. Und zwar mit kleinen Dingen. Dann geh mit dem Hund raus und hol dir dieses kleine Glücksgefühl, dass du sagst, schau mal, jetzt spielt der mit mir. Das ist doch schon toll. Und dann sagst du so, der mag mich. Und dann bist du schon besser gelaunt. Und dann kommst du heim und mit diesem... Man kommt auch immer ins Gespräch. Also manchmal auch blöde Gespräche, aber... Und dann ist der Tag schon besser. Und dann bist du nett zu deinem Buben und plötzlich ist der nett zu dir zurück. Und deshalb, Yves, wenn du dir das Buch kaufst, schick mir ein Foto von dir und schick mir ein Foto 3 Monate später. Und wenn du eine Frage hast, stell sie, ich werde dir helfen. Ich verspreche, ich beantworte jeden, der mir schreibt. Weil das ist ja tatsächlich der Karma-Korken, fand ich ganz gut. Unbedingt. Übrigens ist es ja auch mit dem gut raus. Also ich freue mich, egal bei welchem Wetter, mit meinem Tier rauszugehen, weil es mir eine Struktur gibt. Ja. Und das, weil es auch ganz klar, also es ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, wenn ich mich 10 Minuten bewege, 10 Minuten auch nur spazieren gehe, baue ich Stresshormone ab, ich habe mich durchbewegt, mein Blutdruck kommt in Schwung, es hilft mehr als jede Tasse Kaffee in Wahrheit. Unbedingt. Und vergesst nicht, es ist nicht egoistisch, sich um sich selbst zu kümmern. Punkt. Es ist nicht egoistisch zu sagen, nein, ich kann jetzt kein Geburtstagsgeschenk für die Nachbarin besorgen, weil ich muss zum Sport. Ich muss mich jetzt erstmal um mich selber kümmern, das Geschenk kriegt sie morgen. Denkt an den Moment im Flieger. Die Sauerstoffmaske geht erst bei dir drauf. Denn wenn es dir gut geht, kannst du anderen helfen. Wenn du die aber nicht drauf kriegst, wirst du zur Bürde für andere. Und meine Frau. War das dein Tsunami-Moment? Also war, du dachtest, ich werde zur Bürde für meine ganz Familie. Ganz genau, ich werde zur Bürde für meine Familie. Und meine Frau hatte einen ganz, ganz tollen Gedanken. Es heißt doch immer in einer Partnerschaft, ist man füreinander da, man kümmert sich umeinander. Meine Frau sagt, Bullshit, da kommt dein Bullshit-Moment. Ich kümmere mich um mich für dich. Wenn ich die beste Version meiner selbst bin, bin ich ein ziemlich guter Kerl für meine Frau, oder? Mhm. Also wenn ich ein guter Typ bin, geht es ihr auch gut. Und deswegen, Leute, kümmert euch um euch selbst. Passt auf euch auf, weil wenn es euch gut geht, könnt ihr euch um andere kümmern. Dann seid ihr nett zu anderen, dann seid ihr hilfsbereit. Und schau mal, wenn ich stark genug bin, die Einkaufstüten von der Oma zu tragen, dann freut die sich. Mhm. Und weißt du, wer es sieht? Mein Sohn. Und weißt du, was er gemacht hat vor 2 Wochen? Einkaufstüten von der alten Oma getragen. Guter Boom. Junge. Guter Junge. Hat Karma, er gut gemacht. Karma-Korken. Ja. Genau, und es wird ja, ich habe mal gelesen, in Großbritannien wird be a do-gooder, also tu was Gutes, sogar verschrieben bei depressiven Patienten. Ist es wirklich so? Ja, es gibt Gutes tun auf Rezept in Großbritannien, weil es eben nie ganz uneigennützig ist. Wenn ich etwas Gutes tue und ich bekomme ein positives Feedback, dann hilft mir das und macht mein Leben auch besser. Ja, und ich würde sagen, unser Leben wird sehr viel besser machen, wenn ihr euch den Arschtritt ins Glück holt, also besorgt es euch selber. Und tut Gutes und tut euch was Gutes und seid glücklich, dass ihr diesen Körper habt und fangt besser jetzt sofort an.
oder Jürgen? Ja, unbedingt. Ja. Je schneller der Arsch tritt, der Rest eures Lebens beginnt jetzt. Mhm. Und deshalb sorgt dafür, dass es gut geht, dass der Rest eures Lebens cool ist. Ja. Gut, dass du noch am Leben bist, ja, Jürgen. Danke, danke. Vielen, vielen Dank. Ja, es war schön. Ja. Mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Und vielen herzlichen Dank an alle, die zugeschaut haben und die uns so wunderbare Fragen geschickt haben. Ja, wir müssen jetzt in die Kamera gucken, wurde uns gesagt. Genau, wir müssen dahin gucken. Wir sind hier in der Totalen. Wir sagen herzlichen Dank. Seid auch das nächste Mal in der Lit Lounge mit dabei.